ja, mein liebster Schatz sind mir natürlich Ihre Wünsche. Und mal sehen, wen Sie sich gewünscht haben. Ese Röther aus Erfurt wünscht sich Rudi Giovannini. Da werde ich ja jetzt wohl mal die Berggeister anrufen, damit sie mir helfen. Vielen Dank, liebe Berggeister. Und herzlich willkommen, Rudi Giovannini. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, hier zu sein. Aber die Bergwelt ist dir ja nicht ganz fremd, ne? Nein, ich fühle mich fast wie daheim. Es ist wunderschön hier. Also, Sie haben die Dolomiten bei uns zu Hause. Du weißt, in Südtirol. Mhm. Nach welchen Schätzen würden da gebuddelt? Also, wir buddeln so eine eigenartige Art. Und das ist, wir haben Goldminen. Gold? Gold, ja. Oh. Aber nicht Untertage, Obertage. Und unser Gold ist der Tourismus. So viele Menschen, die gerne ihren Urlaub in Südtirol verbringen, das ist eigentlich unsere Goldgrube. Das hast du schön gesagt, ja. Und mein größter Schatz sind ja die Briefe unserer Zuschauer. Und da möchte ich dir gleich mal was vorlesen. Und zwar hat uns geschrieben die Elfriede Ulrich aus Oberschöner. Liebe Uta Bresan, ich wünsche mir ein Lied von Rudi Giovannini. Es ist doch ein Genuss, seine Stimme zu hören. Außerdem ist er ein bodenständiger, liebenswerter Künstler. Oh, bin ich rot geworden. Das hat sie ganz schön geschrieben. Aber unsere Zuschauer kennen und lieben dich ja vor allem als volkstümlichen Sänger. Aber du hast klassischen Gesang studiert, bist Tenor und hattest bei dem gleichen Lehrerunterricht wie Luciano Pavarotti. Seid ihr euch denn auch mal begegnet? Ja. Der Luciano ist oft gekommen in die Schule, um seinen alten Lehrer wiederzusehen. Und wir waren da, wir haben uns kennengelernt. Und er war wirklich, hat mir gute Vorschläge gegeben, zum Beispiel, als ich von der Klassik zu Schlager volkstümlich gehen wollte, sagte er mir, ich hatte ein bisschen Angst, weil klassisch ist höchste Klasse. Und dann sagte mir, Rudi, es gibt keine erster Klasse Musik oder zweiter Klasse Musik. Es gibt schöne Musik und schlechte Musik. Die Musik, die du machen willst, ist schöne Musik. Deswegen geh ruhig deinen Weg. Da hat er vollkommen recht. Und er hat dir auch einen guten Rat gegeben. Ja, und wie? Ja, und als Tenor nennst du dich ja Rodolfo Giovannini. Das klingt himmlisch italienisch. Und wir sind ja hier im Bergwerk. Ich denke mal, wir haben ja auch eine ganz gute Akustik. Könntest du denn vielleicht so eine kleine Arie mal ja, so schmettern? Gerne. Hier fällt die Sonne und die würde vielleicht ein bisschen Sonne hier bringen. Schau mal. Manato sole, chio bello in me. Vielen Dank. Ja, und es ist wirklich das, was die Bergleute ja hier unten nie zu sehen bekommen, die Sonne. Und für einen Moment hast du sie scheinen lassen. Vielen, vielen Dank. Gerne. Rodolfo. Aber jetzt wollen wir den Rudi Giovannini hören. Und da hast du uns ein sehr schönes Lied mitgebracht. Und wir alle, liebe Zuschauer, bekommen jetzt musikalische Flügel verliehen und goldene noch dazu mit Rudi Giovannini. Wenn ein Meer von Tränen der Seele entfließt, steht dein Engel schon da und fängt sie schweigend. Wenn das Heimweh betrübt aus dem Herzen Nostalgie erneut die Sehnsucht begießt, dann wird's Zeit, pflückt dir deinen Tag, er blüht dir, wie du ihn säst. Es ist klar, nichts bleibt, wie es war, nur Träume sind dafür da. Wieder hell. Goldene Flügel
den Straßen lang vergangener Zeiten. Goldene Flügel, dein Hang für das, was nicht mehr sein kann. Doch dein Herz, es füllt mit dir sein Leben lang. Von Wolken bemalt wird wieder schön.